Moin, meine Lieben, willkommen hier zu den ersten Let's Play auf meinem Kanal seit verdammt langer Zeit. Ja, das ist schon wirklich extrem lange her. Also vor allem nicht nur in meinen Augen, sondern ich weiß auch in euren Augen, dass sie mal wieder ein Let's Play kam. Und ja, was zocken wir heute? Ja, wir zocken heute Red Prison. Und für die Leute, die sich wundern, warum jetzt kein Sound ist, ich weiß es auch nicht. Ja. Ich weiß es auch nicht. Ja. Red Prison, so sieht's aus. Also ist ein 2D-Pixel-Spiel. Habe ich günstig auf Steam geschossen. Hat mir ein guter Freund empfohlen und es soll ziemlich gut sein. Ja. Er hat mir den Link geschickt. Ich habe mir das Spiel gleich runtergezogen und ich habe es aber seitdem auch noch nie gezockt. Gucken. Schauen wir mal rein und ja, damit rein in den rattigen Aal. Okay, das erste, was mir auffällt, ist folgendes. Wir haben volle Lautstärke, aber du hörst nichts. Alles auf Englisch. Gibt es auch eine andere Sprache? Russisch. Ah ja. Na dann starten wir mal ein neues Spiel. Hallo? Was jetzt? Oh. Okay. Ja, gut. Mit Pfeiltasten. Exit, Creators. Das erste, was mich schon mal ankotzt, ist, hier gibt es keine Steuerung. Also zumindest keine Erklärung, wie die Steuerung funktioniert. Und das da oben kann ich nicht wirklich als Steuerung nehmen. Und als Erklärung. Ja. New Game. Und so tauchen wir rein in die tiefe Finsternis eines Gefängnisses. Wow, das ist ja ziemlich dunkel. Kommt jetzt auch noch mal was oder? So, wo sind jetzt die Ratten? Was ist denn jetzt los? Also, ich muss schon mal sagen, die Grafik gefällt mir. Ihr wisst ja, ich bin ja so mehr ein Retro-Game-Zocker. Also, die Grafik gefällt mir schon mal. Das ist schon mal gut. So, Steuerung ist bestimmt WASD. Ja. Es leckt hier so ein bisschen. Jetzt? Wow, F ist für Licht. So, ich drücke jetzt mal hier alle anderen Tasten außer WASD. Ja, es passiert hier nichts. Aber ich bin ja jetzt nur in eine Richtung gegangen. Mal sehen, was in der nächsten Richtung ist.
Also doch mit Maussteuerung. Patrol, aha. The Living Guard Includes. Dungeon Patrol. Okay. Aha. Also für die, die es jetzt nicht wissen, ich spiele das Spiel hier zum allerersten Mal. Ich habe das Spiel, wie gesagt, zuvor noch nie gezockt. Was mich so ein bisschen wundert, dass... Doch, so. Nach oben. Komm, geh auf, geh auf, geh auf. So. Was mache ich jetzt? So, jetzt mache ich das Tor hier mal wieder runter. Aber jetzt mal ohne Scheiß, es gibt hier keine richtige Erklärung, was ich jetzt hier tun soll. Also ich fühle mich hier gerade so ein bisschen gearscht. Was ist der aus? Ach so, und dann so.
So, jetzt sind wir hier im zweiten Level. Mal sehen, was mich hier erwartet. Ich lasse mal vorsichtshalber die Tür offen. Zell 41. Candle. War der Blutstropfen schon immer hier oben? Wie lang ist denn hier der Gang? Ah. Was ich auch ganz komisch finde, dass hier nicht wirklich ein Ton ist. Level. Gucken wir uns mal das dritte Level an. Ich glaube, das sind keine Flaggen. Das ist Blut. Also ich weiß jetzt auch nicht wirklich, wie gesagt, was der Sinn von diesem Spiel ist. Soll ich jetzt hier alles anmachen? Soll ich hier alles ausmachen? Geh auf, geh auf, geh auf. Aha, das ist der Gefangene sowieso. Feed the prisoner. Ach, füttere den Gefangenen. Ach so. Ich glaube, ich weiß, was meine Aufgabe ist. Ich muss hier das Ding sauber machen. Ach so. Hä? Was lädt denn jetzt? Also irgendetwas lädt jetzt mein Laptop wieder.
Hier, Junge. Kriegst du erstmal was zu essen? Gut. Habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was das hier soll. Ja, säubern wir das mal. Ach so, darum geht es. Ah. Ja, lass mal das Ding hier noch sauber machen. Also Jens, ehrlich, da habe ich mir jetzt über dieses Spiel was Härteres vorgestellt. Runter, 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 runter. Erstmal wird das Ding hier gereinigt und dann gibt es noch ein bisschen Hababa. Report. Zelle 65 ist sauber. Zelle 66. Ja, schon schlimmer Geruch. Ja, 61. Es gibt noch ein bisschen was zu essen, was zu trinken. 18 von 100 Insassen. Wow. Also im Mittelalter willst du nicht mit dem Gefängnis gelandet sein. Reinigen wir erstmal die Zelle. Jetzt kriegen die noch ein bisschen was zu saufen. Erster Tag. Zelle 67. Clean. Clean. Zelle sauber machen. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe mir jetzt eigentlich was Spannenderes unter dem Titel Red Prison vorgestellt. Darf ich jetzt mal ganz ehrlich was sagen? Ja, die haben noch viel zu trinken, aber nichts mehr zu essen. Na, da helfen wir ihm ein bisschen nach. What? What? What?
Was haben wir gemacht? Ich dachte schon. White are report. Don't I want to eat? Ich hab doch gerade was bekommen. So, das Ding hier noch sauber machen. Hier, jetzt bekommt ihr noch ein bisschen was zu futtern. Jetzt mache ich hier überall das Licht noch aus. So. Level. Okay. Second Level. So, die Laterne. Ja, lass mal ein bisschen was zu essen geben. Also jetzt mal ohne Scheiß, ich dachte, das Spiel wird ziemlich interessant. Also so, die Grafik, wie gesagt, feierlich. White R Report. Rating 93%. Erstmal das Ding hier sauber machen. White R Report. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ganz ehrlich, das ist das langweiligste Spiel, was ich seit langer Zeit gezockt habe.
Alter. Und dafür habe ich fast einen Euro ausgegeben, ey Leute, jetzt mal ohne Scheiß, ich möchte mich gerade selbst erschlagen. Ja, geh aus. Also, ich weiß zwar jetzt nicht, wie es euch geht, aber ich weiß nicht. Also, für mich ist es jetzt nicht wirklich ein Spiel, was ich jetzt weiterspielen würde. Also, jetzt ehrlich, ich bin hier gerade maßlos enttäuscht. Wirklich maßlos enttäuscht. Also, jetzt. Jetzt mal ohne Scheiß, also ich habe mir jetzt eigentlich mehr erwartet. Ja, es ist wirklich ein bisschen traurig. Ja. Vor allem für das erste Let's Play nach langer Zeit, also. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Wie seht ihr das? Mögt ihr das Spiel oder seid ihr jetzt der gleichen Meinung wie ich mit? Alter, wie enttäuschend ist das denn? Haut mir mal in die Kommentare, ja. Und damit möchte ich mich von euch verabscheuen. Ja, ich gebe zu, heute war nicht der beste Tag, um ein Let's Play aufzunehmen, also. Oder es war zumindest nicht das beste Spiel dafür. Ich hätte mir, wie gesagt, wirklich mehr erwartet für ein Spiel, was guten Euro kostet. Ja, aber, naja. Was willst du machen? Manchmal greifst du halt nur in einen Haufen voller Scheiße. Ja. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Hoffentlich ist es mal was anderes. Bis dann. Ciao.